Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute geht es um die Bücher, die ich im Januar 2017 gelesen habe. Es sind 4,5, würde ich mal sagen. Und losgelegt habe ich mit einem englischsprachigen Hörbuch. Das ist ja eine meiner Vorsätze dieses Jahr, dass ich mehr englischsprachige oder originalsprachige Bücher hören möchte oder lesen möchte. Und das hier hatte ich als Tipp aus einem Podcast mitgenommen. Der Podcast, falls ihr gerne auch was Englischsprachiges hört, heißt All the Books und das ist ein Podcast, der jede Woche kommt mit zwei Angestellten von einem amerikanischen Verlag. Fragt mich nicht, Verlag oder irgendwie so eine Buchseite, ist auch egal. Auf jeden Fall, die wissen auf jeden Fall ziemlich genau, was alles so neu in die Läden kommt und erzählen ja quasi jede Woche von den wichtigsten Neuerscheinungen. Deswegen, eigentlich können sie gar nicht bei einem Verlag sein, es sei denn, er bringt extrem viele Sachen pro Tag raus oder pro Woche raus. Aber die erzählen immer sehr, sehr viele Bücher, bestimmt so 5 oder 6. Und den Rest, der Rest ist auch noch da, was ist sonst noch so erschienen die Woche. Aber das steht dann irgendwie bei denen auf dem Blog nochmal genauer drauf, wenn man sich das durchlesen möchte. Ja, und die schnacken einfach so ein bisschen locker über, immer so wechselseitig über die Neuerscheinungen der Woche, was sie so gelesen haben und so. Und da war eben mein erstes Buch da eine Empfehlung im September. Und das heißt Three Dark Crowns von Kendari Blake. Hat 10 Stunden Laufzeit. Ich habe es über mein Audible-Abo ganz easy bestellen können. Und ich würde dem Ganzen doch noch 4 Sterne geben. Ich hatte zwischenzeitlich echt gedacht, so um Gottes Willen, ich kann dieses Buch noch nicht mal empfehlen. Aber es hat sich alles gewendet. Also es sind tatsächlich solide 4 Sterne noch dabei rausgekommen. Gelesen wurde das Ganze von Amy Landon. Die hat das gut gemacht. Man versteht es sehr gut. Es ist von der Sprache her jetzt auch nicht mega kompliziert, sodass man das eigentlich alles ganz gut verstehen kann. Und hatte eine klare Aussprache. Ich fand super, dass sie die Namen eben für mich vorgelesen hat, weil ich glaube, wenn ich das in einem E-Book oder in einem Buchformat gelesen hätte, dann hätte ich die wahrscheinlich total verkehrt ausgesprochen. Genau, und worum geht's überhaupt? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es geht so in Richtung Hunger Games und fand das ganz spannend. Das hat mich also angesprochen. Irgendwie ist es ein sehr düsteres Buch, also wer das nicht abkann, für den ist es wahrscheinlich nichts. Es geht um also es ist eine Fantasy-World, eine Fantasy-Welt, wo eben die Tradition besagt, dass es immer 3 Königstöchter gibt, beziehungsweise Königinnentöchter, Nachfolgerinnen für den Königinthron. Und diese 3 Töchter, also es sind immer Drillinge, die geboren werden, und die wachsen halt so heran und meistens auch getrennt heran und müssen dann tatsächlich, um Königin zu werden und den Thron zu besteigen, die anderen beiden umbringen. Dementsprechend ist das also ein lustiges Niedergemetzel, Intrigenspinnen und ähnliches, habe ich gedacht. In den ersten paar Stunden, und damit meine ich wirklich Stunden, also wie gesagt, 10 hat es insgesamt an Laufzeit und ich glaube die ersten 3,5 oder so, habe ich gedacht, oh, was machen die denn da die ganze Zeit? Es ist so viel Setup in dem Moment. Es ist so viel Blabla, Sülz, Sülz, weil eben diese 3 Prinzessinnen an unterschiedlichen Orten aufwachsen. Die haben unterschiedliche magische Begabungen. Und die eine ist eben sehr firm da drin, dass sie wirklich mit den Elementen umgehen kann. Feuer, Wasser, Sturm herauf beschwören kann. Und die ist auch tatsächlich diejenige, die sozusagen am erfolgsversprechenden von diesen Zöglingen ist. Und die anderen beiden haben irgendwie so ihre Profession verfehlt, würde ich mal sagen. Also bei denen ist die Gabe noch gar nicht richtig oder nicht so wirklich in Erscheinung getreten, sind sehr schwach. Die eine davon ist quasi sowas Ähnliches wie die erste. Das ist geht so ein bisschen in Richtung Naturverbundenheit. Die kann also Pflanzen blühen lassen und die Leute, die eben auch dort in der Region wohnen, die können das dann eben alle. Also es ist auch ein bisschen merkwürdig. Es ist also wie 3 verschiedene Völker fast schon von den Begabungen her. Und die eine sozusagen kann dann auch, oder die haben wie so nicht Haustiere, sondern ein bisschen darüber hinaus. Also die können dann teilweise so wilde Tiere zähmen oder eine Verbindung zu denen herstellen. Und je mächtiger dieses Tier ist, was sie halt sozusagen als Gefährten haben, desto stärker sind sie quasi. Und dann gibt es eben die dritte im Bunde, die ist bei den Giftmischern. Und naja, wie der Name schon sagt, also die
ich meine, man kann ja mit Giften wohl dosiert auch heilen, aber es ist immer sozusagen die eine Seite der Münze und die andere. Und die benutzen eben oder trainieren auch diese Prinzessin natürlich ganz gezielt darin, eben Gifte anzumischen und Leute damit umzubringen. Sie selber muss auch ganz viel Gift zu sich nehmen und ist super schwach und ausgemergelt und eigentlich geht gar nichts mehr. Und wie gesagt, die ersten Stunden geht es tatsächlich darum, diese drei verschiedenen Leute und auch diese drei verschiedenen Völker, Lebensweisen und so weiter vorzustellen und auch so ein bisschen so, okay, es gibt eigentlich immer einen oder eine beste Freundin, dann so jemand, der so ein bisschen in Richtung mütterlicher Erzieher geht bei allen dreien und dann meistens auch noch so einen Freund oder Schwarm, wie auch immer man das nennen möchte. Und das hat mich zum Anfang echt gelangweilt. Ich fand es wirklich lasch. Mir hat auch insgesamt ein bisschen gefehlt, so diese Intrigensache. Es war viel geradliniger alles, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, selbst in einem Jugendbuch. Also so Sachen wie, dass keiner kommt auf die Idee, mal irgendwie den anderen reinzulegen oder so. Also die Prinzessin selber, da ist auch bis auf den Schluss quasi keine dabei, die irgendwie sagt, so, ich möchte die sowas von umbringen, ich bin da total drauf geeicht, sondern die sind halt also voll friedliebend und wollen eigentlich gar nicht so wirklich und es ist einfach nur zum Brechen, weil das hatte ich mir nicht gewünscht. Ich wollte ein bisschen Action, Intrigen, ne, wie man das vielleicht auch aus diversen Fernsehsendungen so kennt, wo es dann irgendwie um die Royals geht. Naja, okay, aber dazu aber muss ich sagen, die 4 Sterne sind nicht unverdient. Es ging dann wirklich noch echt ab am Schluss. Also nach diesen 4 Stunden war auch wirklich ordentlich Action-Handlung drin. Es wurde echt besser und ich möchte jetzt auch echt wissen, wie es weitergeht. Das ist nämlich, naja, ich weiß nicht genau, wie viele Bücher da noch kommen. Ich schätze mal, es wird eine Trilogie. Und ich muss wirklich sagen, ganz zum Schluss war nochmal ein Plot-Twist drin und es nimmt alles einfach total Fahrt auf. Es ist immer noch an einigen Stellen, wie gesagt, ein bisschen zu flach. Also gerade intrigentechnisch hoffe ich einfach, dass es im Laufe der Bücher dann auch ein bisschen besser wird. Aber ich muss echt sagen, so der Schluss hat mich gecasht. Also da darf ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Es sind nur einfach nochmal so bestimmte Vorzeichen, die sich ändern und auch so Überschneidungen aus diesen verschiedenen Völkern, die da auch nochmal ein bisschen Spannung reinbringen und Konflikte reinbringen. Und insofern kann ich Three Dark Crowns von Kendara Blake jetzt empfehlen. Als nächstes habe ich 2 E-Books gelesen von Siegfried Langer. Und zwar zum einen den 3. Fall in seiner Reihe von dem Ermittlerduo Sabrina Lampe und Niklas Steg. Ich weiß gerade nicht, ob die irgendwie eine andere, kürzere Beschreibung haben, aber so merke ich mir das immer. Die ersten beiden Fälle habe ich auch schon gelesen und fand das super spannend und auch sehr witzig stellenweise. Das Ganze hat als E-Book 262 Seiten und ich würde dem 4 Sterne geben. Es geht dieses Mal um einen Fall, wo ein Mann seine Opfer, meistens Frauen, so quasi bäuchlings aufschneidet. Aber man muss echt sagen, der Fall ging dieses Mal sehr stark hinter, also aus meiner Sicht sehr stark, hinter der Hauptfigurenentwicklung zurück. Also ich habe mich einfach gefreut, die Leute, die Charaktere dort einfach wiederzutreffen. Es ist echt super. Also die Sabrina Lampe ist eine Privatdetektivin und der Niklas Steg ist ein Kommissar in Berlin. Und die beiden sind sich irgendwann mal über den Weg gelaufen und entwickeln so langsam auch so zarte Bande zueinander. Man weiß aber noch nicht so genau, ob das was wird mit den beiden. Und es ist einfach so witzig, weil die Sabrina Lampe ist halt so völlig ironisch und auch, ich weiß nicht, sie hat so einen ganz coolen Humor irgendwie, steht da total drauf. Und auch so die ganzen Figuren, die sich so um sie rumscharen, sind extrem witzig aus meiner Sicht. Das ist zum Beispiel so ein müslifutternder Öko-Freund von ihrer halbwüchsigen Tochter. Morito heißt der. Dann hat sie irgendwie so eine Nachbarin, / Haushälterin oder Hausmutter bei sich im Haus wohnen. Die heißt Frau Schimmelfeng und die ist halt auch so, die ist nur am Motzen. Den Fall, muss ich sagen, fand ich diesmal nicht ganz so überzeugend. Das war, also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der so am Rande geschehen ist. Und es war auch teilweise, also Gefahr für Ermittler war eigentlich fast gar nicht da. Also man hat nicht so die Spannung irgendwie gehabt, so schaffen sie es nicht.
Und es war irgendwie, also es, man blieb irgendwie so ein bisschen außen vor bei diesem Fall. Das ist auch okay. Ich finde, man kann dann durchaus, wenn man so eine Reihe hat an Krimis, dann kann man durchaus auch mal den einen oder anderen Band ein bisschen stärker vom Augenmerk auf die Hauptfiguren dann legen. Aber ich finde, das muss tatsächlich auf Dauer quasi auch eine ganz gute Balance finden. Sonst wird es schnell auf entweder der einen Seite langweilig oder auf der anderen Seite nicht tiefgründig genug quasi. Ich muss auch sagen, ich fand, es war schon ein sehr großer Zufall mit im Spiel bei diesem Fall und das fand ich da nicht ganz so überzeugend, sagen wir es mal so. Aber insgesamt ein super gutes Buch. Ich mag die Reihe sehr gerne, gerade für den unterschwelligen Humor und auch bei den ersten beiden Büchern ist der Fall sehr spannend, wie ich finde. Weil ich dann gerade im Fluss war, hatte ich dann auch noch direkt seine Kurzgeschichtensammlung gelesen und zwar Mord und so heißt die. Ich glaube, sie kostet 99 Cent oder so im Amazon-Shop, ist also absolut machbar und mit 124 Seiten natürlich auch schnell durchlesbar. Dem würde ich tatsächlich nur so 3 bis 4 Sterne geben. Ich komme gleich dazu, warum. Es sind auf jeden Fall Kurzgeschichten und Ausschnitte aus seinen Romanen und die Kurzgeschichten sind meistens von ein bisschen früher in seiner Laufbahn und genau da war sozusagen dann auch der Hund im Pfeffer begraben oder wie das heißt. Also sein Schreibstil hat sich über die Jahre sehr verändert und er schreibt auch im Vorwort, dass es ihm sozusagen da auch ein Stück weit drum geht, einfach, dass man diese Kurzgeschichten, die in verschiedenen Zeitschriften und so weiter erschienen sind, dass man die einfach alle in einem Buch zusammengesammelt hat und die durchlesen kann, wenn man das gerne, wenn einem das interessiert sozusagen, wie er als Autor auch gewachsen ist. Das fand ich auch echt gut. Ich finde aber seinen Schreibstil heutzutage deutlich besser als früher. Es ist ein Minus-Plus-Kompliment eigentlich. Sein Humor ist besonders in den Sabrina Lampe, Niklas Steg-Krimis deutlich besser, als er damals war. Und ich fand auch, es war sehr viel aus der Tätersicht geschrieben oder Blick hinter die Kulissen vom Täter in dem Fall. Und bei den, ich sag mal, normalen Krimis, die er schreibt, ist er eher nochmal so ein bisschen auf Ermittlerseite. Und das macht das Ganze irgendwie ein bisschen spannender und unnahbarer eigentlich auch. Genau, und deswegen also einfach aus dem Grund, weil, also für Hardcore-Fans ist das sicherlich total interessant, wenn man sozusagen die Entwicklung eines Autors miterlebt und dann auch merkt, okay, jetzt wird es aus meiner Sicht deutlich besser heutzutage sozusagen. Aber ich glaube, um einen Einblick zu kriegen, wie Siegfried Langer schreibt, ist diese Kurzgeschichten-Sammelband wahrscheinlich nicht so passend, weil er momentan einfach nicht so schreibt. Da sind zwar auch noch Ausschnitte aus den Romanen eben drin, die habe ich dann geskippt, weil ich die schon kannte. Aber da kann man es vielleicht erahnen, aber ich glaube, das gibt, weil hier auch ein ganz anderer Humor irgendwie gewählt wurde, ich glaube, es gibt da auch echt, also er hat sich echt deutlich verbessert aus meiner Sicht und deswegen einfach die Romane lesen. Die sind auch nicht so lang und sie sind sehr gut und macht lieber das. Als vorletztes Buch im Januar habe ich ein Graphic Novel gelesen. Das kommt ja bei mir nicht so häufig vor, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch wieder eine Empfehlung von Brian K. Vaughan, die Saga-Reihe. Nummer 1 habe ich davon gelesen. Es wurde mir auch netterweise vom Crosscult Verlag zugeschickt. Die machen ziemlich geilen Scheiß. Guckt euch mal bitte auf deren Internetseite um. Es ist irre. Die haben ganz tolle Sachen und das Buch hat mir echt super gut gefallen. Ich würde dem Ganzen 5 Sterne geben. Es hat so roundabout 160 Seiten, sagt das Internet. Seitenzahlen gibt es da drin nicht, was manchmal ein bisschen schade ist, weil wenn man so, klar, man kann es auch innerhalb von 2-3 Stunden auch durchlesen, aber ich mache ja ganz gerne bei Lovely Books gebe ich an, dass ich gerade ein Buch angefangen habe zu lesen und dann auch häufiger mal so, auf welcher Seite ich gerade bin, weil ich eben leider meistens keine Zeit habe, 3 Stunden am Stück zu lesen. Und deswegen hätte ich es geil gefunden, wenn da auch noch Seitenzahlen drin gewesen wären. Ist aber auch jetzt ein kleinerer Punkt. Insgesamt 5 Sterne, richtig geil. Ich kann es euch nur empfehlen. Wer so ein bisschen was übrig hat für Fantasy und vielleicht auch so ein bisschen, also Romantasy fast schon, aber auch mit Action drin. Geile Zeichnung, für den ist es absolut was. Es ist die Geschichte von einem Paar in einer Galaxis, die zusammen, also miteinander durchgebrannt sind, weil sie ein Baby erwartet. Und das ist auch sozusagen fast die erste Seite, wo eben dieses Kind zur Welt kommt. Und das ist eigentlich ein verfeindeter Clan, also so ein bisschen Romeo und Julia meets, ich weiß nicht, Men in Black oder so, keine Ahnung. Oder Star Wars meinetwegen auch. Und die beiden müssen sich dann eben, also sie werden auch entdeckt oder es wird entdeckt, dass sie miteinander durchgebrannt sind und sie werden eigentlich von beiden Seiten gejagt, von beiden sich verfeindeten Seiten. Es gibt
Freelancer, also Auftragskiller, die hinter denen her sind, die sind auch so cool. Dann gibt es irgendwie ganz viel Magie, die da passiert. Also die eine Rasse kann irgendwie Magie machen. Sie hat Flügel. Es gibt irgendwie so eine Art Gesetzeshüter oder Royal, das habe ich noch nicht so ganz spitz gekriegt. Die haben sowieso Computerköpfe. Es ist einfach total fantasievoll, cool gemacht, unterschiedliche Völker, hardcore, also es ist wirklich, für Kinder ist das nichts. Es kommt Sex drin vor, es wird gezeigt, ganz offensichtlich, es kommen Schimpfwörter vor, Leute sterben, es wird auch gezeigt. Also das ist absolut nichts für Kinder, aber es ist unglaublich toll gezeichnet. Fiona Staples hat die Illustrationen gemacht, einfach nur top. Also die hat auch mit so unterschiedlichen Farben für die unterschiedlichen Völker gearbeitet und irgendwie so auch so Zeichenstile variiert. So dieser Computerkopf ist halt so total in so klaren Strukturen immer, nichts viel Verschnörkeltes und ganz helle Farben und so. Ganz, ganz spannend, finde ich echt gut gemacht. Ist echt ein Schmuckstück und ich will eigentlich sofort wissen, wie es weitergeht. Genau, im ersten Band fliehen sie halt über so einen Planeten. Es wird gekämpft und zum Schluss gibt es noch so einen kleinen Plot-Twist und ich möchte eigentlich auch total gerne wissen, so ein bisschen so die Hintergrundgeschichte, wie die beiden Eltern sich quasi kennengelernt haben. Das würde mich auch nochmal sehr interessieren. Da wird nur ganz kurz im Rande drauf eingegangen in diesem Buch. Es wird eigentlich sehr viel, sehr actiongetrieben von der Handlung her. Es wird ständig, dass jemand die eben entdeckt oder sie kurz vorm Auffliegen sind und dann wieder kämpfen müssen oder fliehen müssen. Und wie sie sich da immer so rausmanövrieren, das ist echt total cool gemacht. Und ja, also ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, da noch mehr von zu lesen und kann es euch nur empfehlen. Achso, und eine Info noch. Man hat halt super viel mündliche Rede zwischen den Leuten, die eben auf der Seite existieren. Und dann gibt es aber noch eine Erzählstimme und zwar ist das dann das Kind, was da entstanden ist und das erzählt dann immer so, so leicht esoterisch, auch angehaucht, ist das dann halt in so ganz gerader Schrift dann geschrieben. Der Rest ist dann, oder andersrum, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall auch nochmal mit einer anderen Schriftart oder ähnliches. Und man weiß also eigentlich, dass das Kind überlebt und man fragt sich so, okay, wie bloß? Also unter den Umständen und Widrigkeiten, man möchte einfach erfahren, wie es weitergeht. Das letzte Buch diesen Monat ist ein Hörbuch, was mir netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Das ist Eisige Schwestern von S.K. Tremaine. 7,5 Stunden Laufzeit, gelesen von oder intoniert von Vera Telz. Die hat das gut gemacht, sehr solide. Die spricht wohl normalerweise zum Beispiel Alicia Keys und Elizabeth Banks und Naomi Harris. Hat eine sehr schnörkellose, leicht kühle Stimme, das finde ich gut. Was ich nur nicht so gerne leiden kann, ist, dass sie spricht die Kinder, die in dem Buch vorkommen, mit so einer hohen, komischen Kinderstimme. Das kann ich, das ist aber eine Eigenart von mir. Also ich mag das einfach überhaupt nicht. Und es kommt so viel wörtliche Rede von diesen Kindern vor, dass es mich schon echt genervt hat. Also ich hatte das bei Game of Thrones auch so. Da hat der Sprecher jedes Mal, wenn da irgendwie die kleineren Kinder dann vorkamen, so ganz komisch die Stimme verstellen, es hört sich einfach überhaupt nicht nach einem Kind an, sondern ganz fürchterlich und so ähnlich ist das hier auch. Das ist aber wie gesagt nur eine Eigenschaft von mir. Es geht darum, dass ein Ehepaar einen seiner Zwillingstöchter verliert bei einem schrecklichen Unfall und irgendwann fängt die andere oder die übrig gebliebene Zwillingsschwester an zu behaupten, sie sei aber die andere. Das heißt also, die Eltern können sie nicht so richtig unterscheiden, weil sie angeblich genau gleich sind, seltene Form von Zwillingen, die wirklich haargenau gleich sind, kein einziges, weiß ich nicht, Muttermal oder sonst was haben, die als Entscheidungsmerkmal dienen kann. Und im Grunde war es so, dass eben diese Zwillingsschwester von einem Balkon gestürzt ist und die andere dann geschrien hat, ich sag mal, insert name hier, also die und die ist vom Balkon gefallen. So. Und daraufhin, ne, Ausschlussverfahren, die andere hat also überlebt. Und wie gesagt, irgendwann fängt die aber an und behauptet, sie sei gar nicht sie selber sozusagen, sondern sie sei die Zwillingsschwester. Und dann kriegen die natürlich alle Panik, weil, ach Mensch, jetzt haben sie die andere mit all dem Papierkram unter die Erde gebracht. Und und das ist natürlich auch ein bisschen gruselig, wenn man so denkt, so, hä, haben wir dich jetzt wirklich für, es spielt ein ganzes Jahr ungefähr danach, haben wir dich jetzt wirklich ein ganzes Jahr für die falsche Tochter gehalten oder so? Ich fand leider das Buch insgesamt trotzdem nicht gut. Also ich würde dem Ganzen nur 3 Sterne geben. Ich habe mir einfach mehr erhofft. Die Spannung ist schon da. Es ist, wie gesagt, leicht gruselig. Die Charaktere selber werden aber nicht wirklich sehr tief beleuchtet. Das hat mir nicht so gut gefallen. Also weiß ich nicht, ja, und vor allem die Auflösung. Also die Auflösung und das Ende des Ganzen ist einfach so. Irgendwann fing das Ganze dann an mit so irgendwie
alle Möglichkeiten, die es geben könnte, warum das eine Zwillingskind gestorben ist und warum das andere denkt, dass es die andere sein könnte, werden alle auf einmal aus der Ecke gekramt, aus allen möglichen Richtungen. Keiner davon ist richtig nachvollziehbar bzw. macht wirklich Sinn. Und zum Schluss, die Auflösung, die es dann ist, war so richtig enttäuschend irgendwie, also völlig an den Haaren herbeigezogen und relativ schnell auch irgendwie abgehandelt alles. Also das Ende hat mich leider sehr enttäuscht, die Auflösung. Und ja, wie gesagt, auch die Charaktere waren irgendwie nicht so ganz gut entwickelt und dann haben sie noch versucht, da irgendwie so einen sexuellen Aspekt noch mit reinzubringen. Das ist auch irgendwie ganz kläglich gescheitert. Und ja, wie gesagt, also der Schluss war einfach leider nicht gut. Deswegen, ich würde euch sagen, lasst lieber die Finger davon. Ich habe jetzt aber noch mal einen Ausschnitt für euch, damit ihr mal reinhören könnt, wie das klingt. Ich öffne die Tür und da ist sie. Meine Süße. Meine Siebenjährige. Da sitzt sie in ihrer Schuluniform, schwarze Hose, weißes Polohemd, im Schneidersitz auf dem Boden und steckt die sommersprossige Nase in ein Buch. Ein Bild der Unschuld, aber auch der Einsamkeit. Ein Gemisch aus Trauer und Liebe wallt in mir auf. Ich möchte ihr das Leben so gern erleichtern, ihr helfen, wieder eins mit sich zu werden, so gut ich eben kann. Kösti! Sie antwortet nicht, liest einfach weiter. Das macht sie manchmal. Es ist ein Spiel. Ich sage nichts. In diesem letzten Jahr hat sie das häufiger gespielt. Kösti, Mümmen, Kösti Kau. Nun blickt sie auf. Die Augen hat sie von mir, nur sind ihre intensiver blau. Hebridenblau. Ihr Haar ist weißblond. Mami, ich habe gute Nachrichten, Kösti. Sehr gute. Ich setze mich zu ihr und ihren Spielsachen, den kleinen Pinguinen, Leopardi, dem knuddeligen Leoparden und der einarmigen Puppe und erzähle es ihr, ohne einmal innezuhalten. Dass wir umziehen werden an einen ganz besonderen Ort, wo wir neu anfangen können, wo es schön ist, wo die Luft frisch ist und prickelnd, auf unsere eigene Insel. Die ganze Zeit schaut sie mich unverwandt an, kaum dass sie einmal zwinkert. Hört sich alles an, passiv, fast wie in Trance, spiegelt mir, wie es ist, wenn jemand immer schweigt. Schließlich nickt sie und deutet ein Lächeln an. Etwas unsicher vielleicht. Es ist still im Raum. Mir sind die Worte ausgegangen. »Na?« sage ich. »Was hältst du davon? Auf deine eigene Insel zu ziehen, wäre das nicht toll?« Kirsty nickt langsam. Sie schaut auf ihr Buch hinunter, klappt es zu. Und dann blickt sie wieder auf und sagt, »Warum nennst du mich immer Kösti?« Ich antworte nicht gleich. Es herrscht dröhnendes Schweigen. Dann bringe ich heraus, »Entschuldige, Süße, was hast du gesagt?« »Warum nennst du mich immer Kösti?« »Kösti ist tot. Kösti war es, die gestorben ist. Ich bin Lydia.« Das war schon wieder für den Monat Januar. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.